Ja, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie ich den Empfangsteil programmiert habe. Bevor ich das tue, mache ich aber eins, weil ich weiß, COM1 kommt bei mir nicht vor, sondern nur COM3. Ich schreibe in meine Combo-Box, schreibe ich gleich mal COM3 rein, dann brauche ich nicht mehr auf Checkports drücken. Und das wird sich ja jetzt erstmal nicht ändern. Und ja, ich habe also die Empfangsgeschichte folgendermaßen organisiert. Hier gibt es einen Timer. So, schiebe ich den da mal hin. Das ist der Timer 1. Der Timer 1 läuft mit 100 Millisekunden. Ist der Standard-Timer. Ja, mir ist das egal, ob das 100 oder 105 sind. In diesem Fall ist das wirklich wurscht. Und wenn ich Start-Receive mache, dann passiert Folgendes, ganz einfach. Start-Receive guckt, ob der Port offen ist, sonst sollte ich das nicht tun, und sagt, wenn der Timer enabled ist, schalte ihn aus, wenn der Timer disabled ist, schalte ihn an. Und ich habe also eine Toggle-Taste mir gebaut, mit der ich den Empfang ein- und ausschalten kann. Ich habe das auch so gemacht, dass ich, wenn ich jetzt nicht weiß, läuft er oder läuft er nicht, habe ich hier unten noch in der Box eine Statusbar, wo ist sie? Da ist sie. Statusstrip heißt das Ding ja, haben wir auch schon behandelt. Und in dieses Statusstrip schreibe ich in diesem Timer, schreibe ich die Uhrzeit rein. Das heißt, da kann ich jetzt daraus sehen, wenn der Timer läuft, läuft die Uhrzeit hoch. Habe ich immer so eine kleine Rückmeldung. Guck mal, ich habe ihn ein- oder ausgeschaltet. So, und jetzt kommt die Lesefunktion, die mache ich also so, dass ich alle 100 Millisekunden mit dem Timer gucke, ob diese serielle Schnittstelle Daten empfangen hat. Denn wenn er Daten empfangen hat, dann kann ich das in Bytes to Read abfragen. Das sind nämlich dann die Anzahl, das ist die Anzahl der Bytes, die im Empfangspuffer, denken wir dran, das waren 4 Kilobyte Empfangspuffer, inzwischen angekommen sind. Wenn da welche angekommen sind, also wenn da mehr als 0 drinstehen, dann lese ich sie jetzt aus, indem ich einfach eine Vorschleife loslaufen lasse, die eben entsprechend so viele Bytes gekommen sind, den Befehl read byte macht. Und dieses read byte ist nicht etwa, das ist jetzt das ein bisschen blöde, muss man einfach wissen, das read byte gibt kein Byte zurück, sondern ein Int zurück. So dass man, wenn man den Byte oder wenn man einen Charakter haben will, das muss ich erstmal hier den umtypecasten in einen Charakter. So, und jetzt habe ich da so vorgesehen, weil da man nicht weiß, was für Daten da kommen, sind das tatsächlich normale ASCII-Daten, ist das also ein lesbarer Text oder sind es binäre Zeichen, habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe dieses C in ein Hex String umgewandelt. Denken Sie an die Formatierung. Ne? Dieses ToString mit einem x2 heißt, ich kriege hier ein zwei Zeichen Hexadezimalzeichen angezeigt. Und wer kann jetzt wählen, ob ich die Integerzahl von 0 bis 255 lesen kann, ob ich den Hexcode lesen kann oder ob ich den Charakter in meiner Textbox finden kann. Das heißt, in diesem String Input, Imp wird jetzt quasi werden jetzt alle, die bei sie gekommen sind, aufakkumuliert und in die Textbox mit Append Text reingeschrieben. Und danach wird Input wieder leer gemacht und nach 100 Millisekunden geht das Gleiche wieder von vorne los. Das heißt, alle 100 Millisekunden schreibt jetzt dieses Programm, schreibt mein Timer, alles, was jetzt angekommen ist, in meine Empfangstextbox hinein. Ich kann auch sagen, als Text oder als Hexadezimalzeichen oder als Integer, das bleibt Ihnen überlassen und ich kann diese Textbox auch mit Clear leer machen. Das ist also das, was hier passiert. Mehr haben wir nicht zu bieten und das machen wir jetzt, indem wir jetzt die Buchse, also praktisch er sich auf sich selbst sendet. Ich meine, Receive mit Transmit verbinde und dann eigentlich immer Hello World schicke oder irgendwas anderes schicke. Das muss ich aber erst vorbereiten.
So, das ist die andere Seite von meinem Kabel, das wir eben gesehen haben. Da habe ich jetzt hier so einen Stecker drauf gesteckt. Das ist übrigens bei mir so ein Überkreuzer. Das heißt, da sehen Sie zwei Kabel, mit denen ich dann den Dreier mit dem Zweier verbinde und den Dreier von da mit dem Zweier von da verbinde. Das heißt, wenn ich noch kein Überkreuzkabel habe, dann macht dieser Adapter ein Überkreuzkabel damit fertig. Und jetzt nehme ich einfach eine kleine Klemme, kleine Krokodilklemme, verbinde 2 mit 3 und lege das wieder weg und guck mal, ob wir jetzt was empfangen können. Bei der Gelegenheit, wo wir gerade die Kamera anhaben, werfen wir mal einen Blick auf dieses Teil hier. Das ist ein RS-232 Interface, das jetzt nicht über USB läuft, sondern über Ethernet. Das heißt, hier können Sie auf der Seite natürlich mit einem Power Supply ranstecken und ein Ethernet-Kabel. Und auf der anderen Seite haben Sie ein normales RS-232 neunpoliges Anschlussstückchen. Das heißt, dieses Ding kann über Ethernet eine RS-232-Schnittstelle nachbilden. Das Gute daran ist, bei diesen Dingern, wenn Sie wirklich mal 20 von diesen Schnittstellen an einem Rechner haben und das mit USB machen, dann können Sie nie genau sagen, wie Windows diese 20 USB-Serial-Ports benummert. Und wenn einmal die Nummern bei Windows anders sind und Ihr Programm das nicht weiß, kommen Sie total durcheinander. Wenn Sie so eine Dinger nehmen, die gibt es übrigens auch, wo hinten 8 gleich angeschlossen sind, dann haben Sie immer einen sauberen Bezug, wenn Sie also wirklich mehrere RS-232 Schnittstellen mit vielen Teilnehmern haben. Ja, also nur mal so, dass es das auch gibt. Ist ungleich schwerer zu programmieren. Gut, jetzt habe ich das verbunden. Jetzt können wir das Programm mal testen. Und ja, da habe ich jetzt auch gleich noch einen Fehler entdeckt. Der Sendeknopf kann jetzt ja die Checkbox oder den Radio-Button abfragen. Der Radio-Button entscheidet, ob mit Carriage Return Line Feed oder Carriage Return ohne Carriage Return Line Feed, mit Carriage Return Line Feed oder nur mit Carriage Return, weil das braucht unser Scope. Da war ein Fehler drin. Ich hatte hier stehen das Write Line. Write Line macht aber nur ein Backslash N, ein Line Feed, nicht das Carriage Return. Und eine Textbox braucht diese beiden Zeichen drinne, um einen Zeilenvorschub zu machen. Und wenn da nur Return kommt, dann macht er keinen Zeilenvorschub. Ja, also das war, ist ein kleiner Fehler in dem Programm drinne, habe ich bisher noch nicht gemerkt gehabt. Ein Programm ist nie irgendwie fehlerfrei, man weiß es ja. So, COM-Port 3 aufmachen, Receive anschmeißen. Hier unten sehen Sie am Timer, der Empfang läuft. Ich habe meine RX und TXD Kabel miteinander verbunden. Ich sende jetzt mal ohne irgendein Zeichen. Dann sehen Sie, das Hello World kommt je nach Klick. Also ich weiß nicht, ob Sie den Klick jetzt hören. Klick kommt. Und wenn ich jetzt mit Catch to Line Feed sende, dann kommt der nächste Hello World Line Feed auf eine neue Zeile, neuer Anfang. Wenn ich nur ein Carriage Return mache, dann ignoriert die Textbox das. Das ist genauso, als wenn ich gar nichts sende, aber wenn ich beides mache, dann schreibt er das hier entsprechend rein. Und wenn Sie jetzt sehen, wie langsam er das hier aufbaut, dann kann man ja mal einen längeren Text laden. Haben wir hier irgendwie was an längerem Text? Zum Beispiel unser Code-Snippet oder sowas könnten wir fast mal einfach unseren letzten Code-Snippet. Da kennen Sie den ja beim Timer, Code Snippet, Macro Timer, Stopwatch. Wenn ich den jetzt einfach hier mal reinlade, das sind ja schon ein paar Zeilen, und sende den, dann so, sehen wir, er hat hier alles ja, er hat es dargestellt, nachdem alles gesendet war. Jetzt mache ich mal einen Clear Textbox und mache das Ganze nochmal. Jetzt sehen Sie, passiert lange nichts und zack, ist er fertig. Das heißt, die Textbox wird
Ja, wann wird sie aktualisiert? Wenn er fertig ist, weil der Read-Buffer, genau, der Read-Buffer, also beim Senden wird erstmal der Read-Buffer vollgeschrieben und dann arbeitet er den mit 9600 Port langsam ab. Und wenn er fertig ist, dann, ja, dann ist er erst mit dieser Vorschleife, wo ist das hier, das Receive-Dings, mein Timer-Klick, wo bist du? Checklistbox. Da. Na, wenn der mit 9600 Boot schreibt, dann ist etwa in einer Sekunde der Text rüber. Und wenn ich dann hier das Ding abfrage, dann sind da beim ersten Mal vielleicht schon 1000 Byte drin. Und dann arbeitet er diesen erst ab, bevor er die Textbox Append Text aktualisiert. Deswegen dauert das so lange. Okay, soweit so gut. Diese Serial Port Grundprogrammgeschichte brauchen Sie für einen von den C-Sharp Versuchen im Januar, Februar. Dort sollen Sie nämlich einen Scope mit einer RS-232 Verbindung auslesen. Und sie sollen quasi eine abgesampelte Kurve auf dem Digitalscope denn in Chart 2D anzeigen, sodass quasi die Kurve, die sie da auf dem Scope gemessen haben, dann so im Chart 2D-Display auftaucht. Und dazu sage ich noch ein paar zusätzliche Informationen jetzt. Denn da, das geht nicht so ganz trivial. Da sollen Sie nämlich auch mal lernen, nicht nur mit der seriellen Schnittstelle umzugehen, sondern sich auch mal mit einem etwas komplexeren Interface-Protokoll, sagt man ja, auseinanderzusetzen. Das haben wir hier alles soweit gehabt. Und hier sehen Sie, genau, dass der Scope, das ist ein relativ altes, nicht mehr aktuelles Philips-Scope, dass der mit einer seriellen Schnittstelle verbunden wird. Da muss man dem ein QV001 senden. QV heißt Query Waveform, also gib mir deine Waveform. Dann schickt man dahinter ein Carriage Return, der darf kein Line Feed haben, sonst gibt es eine Fehlermeldung. Und dann gibt der Scope eine Anzahl von Bytes zurück, die sich hier, ich habe einfach mal das Protokoll aus dem Scope, aus der Bedienanleitung kopiert. Und dann kommen 16 Parameter in ASCII zurück, die mit einem Komma getrennt sind. Da steht dann drin, was ich abgefragt habe, aber da steht also hier bei uns ein 001 drin, dass es ein Volt und eine Sekunde ist. Und jetzt kommt im Grunde, kommen Offset-Werte, X0 und Y0, und Resolution-Werte, also Skalierungswerte auf beiden Achsen. Diese Zahlen, die bestimmen nachher, wie diese Kurve genau dargestellt werden soll in der Chart. Dann kommen ein paar Sachen, die interessieren nicht. Dann kommt an 17. Stelle die Akquisitionslänge. Bei uns sind das 512 Punkte. Wir haben immer nur eben diesen Scope mit 512 Punkten. Und wenn diese 512 gekommen sind, dann kommen die 512 Punktdaten in 2 Byte-Häppchen. Jeder Punkt hat 2 Byte, weil es ein 16-Bit-Probenwert ist. Und die in binärer Form. Und die muss man dann entsprechend den Angaben, die Sie hier finden, mit X0 und also hier mit X0 und X-Resolution und Y0 und Y-Resolution mit entsprechend diesen Bemerkungen hier wieder zu echten Zahlenwerten zusammensetzen und dann in die Chart 2D reinschreiben. Und dann sieht man, wenn alles richtig ist, alles gut ist, am Ende Ihres Praktikums die Kurve, die wir auf dem Scope gesampelt haben, in Ihrem Chart 2D. Das geht dann sehr gut mit der RS-232 Schnittstelle. Damit wäre eigentlich alles soweit gesagt. Ich gucke mal, ob ich da noch was zusätzlich habe oder was vergessen habe, melde mich gleich wieder.